Hallo, ich möchte euch heute einen Minecraft-Server vorstellen. Der ist also einer der besten, den ich jemals gespielt habe. Und der heißt hoistcraft.nitrado.net :25565. Ich werde das in die Beschreibung schreiben, damit ihr da auch drauf könnt. Ja, ich gehe mal drauf. Okay, also hier sind wir gerade an einem Spawnhaus, an dem ich gerade baue, für den Server. Tja. Moment, ich machte gerade mal den Eingang fertig. So, wieder da. Vielleicht habt ihr es gerade gar nicht gemerkt. Ich war kurz weg. Also, ich habe too many items on, das klappt aber nicht, da ich ja kein Admin bin. Habe ich vor, hier auch noch zu werden, aber irgendwann, wenn ich mal VIP werde oder so, keine Ahnung. Okay. Der Eingang wäre dann soweit erstmal. Also, das ist ein deutscher Server. Und, tja, hier wird nur Deutsch gesprochen. Was ich auch noch ziemlich interessant finde im Vergleich zu anderen, ist die Community. Das heißt, wenn man hier ankommt, ist immer ein Admin an. Also hier sind gerade zwei, die roten, also Puka Luca und Häusel, der Serverleiter. Persönlich, ja. Was kann man hier noch zu sagen? Man kann hier was spenden, dann kann man Moderator oder VIP werden. Ja, im Hintergrund hört man jetzt irgendwelche Monster rumdröhnen oder so, keine Ahnung. Egal, die nerven. Also hier will ich dann irgendwo eine Plattform hinbauen mit ein paar Regeln und so. Und ein paar Sachen für Anfänger. Ja, diese Videos, also dieses Video wird nur 10 Minuten gehen, da ich nicht mit Fraps oder so aufnehme, sondern mit einer Software, die Bandicam heißt. Die ist kostenlos und mit der kann man wenigstens 10 Minuten aufnehmen. Mir sind gerade die Zäune ausgegangen, mit Sicherheit habe ich aber noch was hier. Ich denke, ich mache hier überall Glowstone hin. Ja, ich glaube, das sieht dann viel besser aus. Ich will euch aber noch ein bisschen andere Sachen vom Server zeigen, nicht nur hier das, was ich hier gerade am Bauen bin. Also ich baue jetzt erstmal ein paar Spawnhäuser hier drauf, habe ich mir gesagt. Okay, wir gehen mal zu Warp Mine. Oder nee, erstmal zu Warp Spawn. Da, wo jeder am Anfang hinkommt. Hä, warum geht's nicht? Spawn. Klappt nicht. Bin ich blind? Ich bin blöd. Wer war da gerade? Aha, also hier sind ein paar Leute hergegangen. Warum? Cool. Okay, das ist doch schön, dass die hier meine Arbeit bewundern. Bestimmt nicht, egal. Zack, 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 zack. Aha, egal. Dann, Warp Mine. Ja, ist ein bisschen schäbig irgendwie. Ja, ist jedenfalls eine ziemlich große Mine, denke ich. Meine Maus hat sich gerade ausgelockt. Hier geht's also ziemlich tief runter mit dem Minecart. Ja, bis zum Bedrock, das ist natürlich schon mal gut. Da gibt es bestimmt jede Menge Sachen, die man hier finden kann. Natürlich etwas weiter hinten, weil hier schon alles gefunden wurde. Ja, genau, hier wie unten schon zu sehen ist, gibt es ein Warp-Holz. Das habe ich auch nicht gesehen, das ist richtig eine gute Idee. Man kann einfach mal so ein bisschen Holz abbauen. Einfach so. Okay, Glowstone sollte man hier wahrscheinlich nicht abbauen. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn gewesen. Da ist eine Workbench.
Egal. Einfach mal so Holz abbauen. Tja. Okay. Ach, Warp Spawn, ich bin ein Idiot. Dann kann, ja, hier sind die Regeln bei Warp, also nur bei Spawn. Wo sind nochmal die Warps? Hier. Warp Mine, Warp Holz, da waren wir, Warp Grundstücke. Ihr könnt ja auch Grundstücke beantragen, so wie ich das gehört habe. Ja, kann man. Ja, hier ist gerade irgendwie jemand was mit einem Wolle am Bauen. Da oben auch. Ja, also hier sind ziemlich wenige drauf. Dafür, dass er so gut ist, ein wenig komisch. Ja, hier hat mich der Admin nice wohnen lassen. Ja, mein tolles Zimmer. Ja, wunderbar, ich weiß. Ach so. Ja, komm schon. Was ist denn hier jetzt am Laggen? Ja, für böse Kinder. Da geht's in Lava rein. Tja, wir haben jetzt bei 6 Minuten. Ja, das ist jetzt von Nice das Haus. Wir sind jetzt hier erst gerade mal sehr wenige drauf, also der ist ziemlich gut eigentlich. Warp Höhle gehen wir mal hin. Oder nee, Warp Hölle. Warp Hölle. Ist man hier in so einem Portal. Gehen wir mal rein. Tja, was uns hier erwartet ist, ja, das habe ich gebaut, weil es hier so richtig scheiße ist. Also es gibt hier wohl ein paar Leute, die Spaß daran haben, einfach Sachen kaputt zu machen. Das ist natürlich der Nachteil und das hier alles wieder aufzubauen ist natürlich scheiße. Ja, das muss man keinem sagen, ist einfach scheiße, irgendwelche Sachen wieder aufbauen zu müssen. Nein, ich schlag die nicht. Ja, nichts Besonderes, eben die Hölle. Okay, wieder zurück hier. Dann Warp 3-1. Ja, WTF. Oh, toll, jetzt habe ich hier alles gebaut und jetzt ist hier alles verbuggt. Egal, mache ich wieder weg. Ich glaube, damit kann mir niemand irgendwie Schaden zufügen. Ist einfach nur schlecht, wer das gemacht hat. Also, wenn dieser jene und hier dieses Video sieht, fick dich. Okay, wieder zurück. Warp 5-2, da waren wir schon. Dann Warp 3. Bild. Fläche. Okay. Ja, das ist cool. Das finde ich echt nice von denen. Das weniger. Ich hasse irgendwelche Löcher, die einfach in der Erde sind. Weg. Oh. Ja. Cool. Das ist nice. Nein, das ist dieser hier, dieser Puka. Okay. Weiter. Spawn. Eine halbe Minute noch. Komm, da schaffen wir noch. Rockburg. Ah, komm schon. Gibt's nicht mehr. Warp Stadt gibt's noch. Okay.
Hier. Okay, das